ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal ein etwas anderes Video und zwar habe ich euch meine Morgenroutine in den Ferien abgefilmt, die ich trotzdem immer noch etwas produktiv gestalte, weil ich einfach gerne produktiv in den Morgen starte und schon viel am Tag erledigt haben möchte. Als erstes mache ich natürlich ein bisschen Skincare und Zähneputzen, Linsen reintun. Und danach mache ich auch schon das Bett. Das mache ich wirklich jeden Tag. Das mache ich schon seit immer eigentlich, weil ich habe dann einfach das Gefühl, dass alles aufgeräumt ist, auch wenn es nicht aufgeräumt ist, aber das Bett sieht dann wenigstens immer gut aus. Und dann trinke ich mal ein großes Glas Wasser, weil ich gefühlt immer verdurst über Nacht. Und nicht immer, aber heute haben wir zusammen gefrühstückt und dann habe ich ein Spiegelei oder ein Rührei, besser gesagt, für uns beide gemacht, also für Jakob und mich. Und ich habe uns mein Lieblingsgetränk gemacht und zwar einen Zitronen-Ingwer-Honig-Tee. Den habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen. Der ist so, so gut. Da einfach Wasser dazu geben und in die Mikrowelle. Also ich mache das ja immer in der Mikrowelle, aber mit einem Wasserkocher geht das natürlich auch. Ich kann euch mal vielleicht nach dem Rezept fragen, weil es ist echt so nice in den kalten Jahreszeiten. Dann habe ich ein bisschen das Chaos von gestern beseitigt und habe uns einen Frühstückstisch aufgedeckt. Vor allem in den Ferien mag ich es mega gern, einfach ein bisschen länger zu frühstücken und dass wir einfach uns besprechen, wie der Tag aussieht bei den jeweils anderen. Jakob und ich haben beide in den Ferien einiges zu tun, deswegen mag ich es gerne, dass wir einfach am Morgen ein bisschen Zeit füreinander haben. Dann habe ich mich sofort in meine Sportklamotten geschmissen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich war jetzt nicht die motivierteste in letzter Zeit, aber ich dachte mir, ich starte motiviert ins neue Jahr. Ich werde euch sowieso nochmal genau sagen, was meine ganzen Jahresvorsätze sind und habe gleich meine Sportmatte rausgekramt und habe mir einfach ein Pamela Reif Workout angemacht und ein bisschen Bauchworkout durchgezogen. Nebenbei höre ich mega gerne einfach immer einen Podcast und mache einfach das Workout auf leise. Und das spornt mich irgendwie mega an und ich habe viel mehr Ausdauer, wenn ich irgendjemanden beim Reden zuhöre, habe ich gemerkt. Und ich achte gar nicht mehr darauf, ob es jetzt anstrengend ist oder nicht, sondern mach's einfach und höre einfach den Leuten zu. Also falls jemand auch Schwierigkeiten hat, vielleicht probiert das mal aus. Das ist ein guter Tipp. Da mich viele immer fragen, ich mache so circa 3 bis 5 Mal die Woche Sport. Also ich habe immer so Monate, da mache ich weniger und Monate, da mache ich mehr. Jetzt im Januar mache ich dann wieder mehr Sport, aber so im Dezember nehme ich mir meistens so ein bisschen Auszeit, einfach damit ich dann wieder motiviert reinstarte. Ich mag es gar nicht so gezwungen, Sport zu machen, sondern mag es eher einfach auch mal Ruhephasen zu haben. Danach war es auch schon Zeit für eine Dusche und ich habe heute auch meine Haare gewaschen. Für meine Haare benutze ich im Moment das Pantene Pro V Shampoo und Conditioner, das probiere ich gerade neu aus, und eine Duschpflege. Obwohl ich den ganzen Tag nur zu Hause sein werde und mich niemand sehen wird, habe ich mich geschminkt. Das mache ich eigentlich so gut wie immer. Nicht, weil ich mich unwohl fühle ohne Make-up, sondern weil ich mich gerne herrichte, für mich selbst einfach. Und weil ich mich dadurch auch irgendwie ein bisschen produktiver fühle. Keine Ahnung wieso, aber es ist auf jeden Fall so. Und mir macht es auch Spaß, mich ein bisschen herzurichten. Und deswegen habe ich mich geschminkt. Im Moment benutze ich auch mega gern wieder Eyeliner. Das habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr benutzt, aber ja. Dann mache ich mir entweder Tee oder Kaffee, um mich danach hinzusetzen und ein bisschen meinen Tag zu planen. Um meinen Tag zu planen, benutze ich, seit ich mein iPad habe, mein iPad. Und zwar eine Vorlage von GoodNotes. Das ist einfach so eine To-Do-Liste und da plane ich einfach jeden Tag so meinen Tag, schreibe mir die To-Dos auf, das, was ich gerne erledigt haben möchte und das, was ich erledigt haben muss. Und somit gibt mir der Tag auch ein bisschen Struktur, als wenn ich das nicht planen würde. Wenn ich
keine To-Do-Liste schreibe, dann bin ich meistens so ein bisschen planlos. Und deswegen mache ich das, wenn ich Ferien habe, aber auch wenn ich keine Ferien habe. Da das Lesen ein bisschen zu kurz gekommen ist in letzter Zeit, versuche ich jetzt am Morgen und am Abend zu lesen, und zwar einfach ein Buch, was mich inspiriert. Also ich lese zurzeit unglaublich gerne die Bücher von John Strelecki. Auch das ganze Jahr hat mich seine Bücher begleitet und inspiriert. Also die kann ich euch wirklich vom Herzen empfehlen. Falls es euch interessiert, kann ich auch sehr, sehr gerne mal wieder so ein Book-Review-Video machen. Das hatte ich ja schon mal gemacht im Sommer. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne nachschauen. Ich verlinke euch mal meine liebsten Bücher in der Infobox. Und ja, wenn ich ein bisschen entspannt habe, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch. Und an diesem Tag wollte ich unbedingt meine Seminararbeit fertig haben. Also das ist jetzt keine lange Seminararbeit, nur so eine ganz kurze. Aber ich habe mir fest vorgenommen, diesen Tag zu nutzen, um meine Seminararbeit fertig zu bekommen. Und deswegen habe ich mich auch schon gleich herangesetzt. Ich habe einen Tag davor die Gliederung gemacht. Da kommt dann nochmal ein extra Video online, falls es euch das interessiert, wie ich da immer so vorangehe mit einer Seminararbeit oder generell mit Arbeiten von mir. Und ja, jetzt könnt ihr mir dabei zusehen, wie ich meine Seminararbeit weiter fortführe. Ich muss sagen, manchmal mag ich es ganz gerne, wenn das Thema spannend ist. Manchmal fällt es mir einfach schwer, durch die ganzen Texte durchzulesen, zusammenzufassen. Aber dieses Thema hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und deswegen war es eigentlich jetzt nicht so ganz schwierig für mich. Ich bekomme auch super oft die Frage, wie ich mich zu etwas motiviere, vor allem jetzt auch in der Online-Uni-Zeit, weil vielen fehlt die Struktur, die man einfach hat beim Studieren mit den festen Zeiten, und vor allem jetzt auch bei so vielen Arbeitsaufträgen, die ich habe, weil ich habe wirklich super viele Arbeitsaufträge. Zum Beispiel bei dieser Seminararbeit mache ich jetzt einfach so, dass ich mir eine Deadline setze. Also die eigentliche Deadline wäre erst der 25.01. Aber da ich zu der Zeit so viele Prüfungen habe, habe ich mir eine eigene Deadline gesetzt, und zwar der 30.12. Ich möchte einfach da komplett fertig sein mit der Seminararbeit, damit ich dann mich wirklich auf die Prüfungen konzentrieren kann. Und somit ist es für mich gar keine Frage, ob ich motiviert bin oder nicht. Ich habe dann einfach dieses Ziel fest im Auge, dass ich dann bis dorthin fertig werden möchte und gebe dann alles. Also dann plane ich mir einfach die Zeit ein, und das spornt mich irgendwie an, damit ich danach nicht irgendwie Zeitdruck bekomme oder in Stress verfall. Und somit mache ich das eigentlich immer. Also ich gebe mir immer eine eigene Deadline, teile es mir dann so gut auf, dass ich jeden Tag ein bisschen was mache, dass ich nicht mit Aufgaben überhäuft werde. Und das ist so meine Taktik. Ich kann da sehr, sehr gerne mal ein eigenes Video dazu online stellen. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben, wie ihr motiviert bleibt im Online-Semester. Und falls ihr generell irgendwelche Videowünsche habt, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne auch jederzeit schreiben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!